Ja, abschließend noch ein ganz kurzes Rechnerbeispiel zur A-Stabilität. Ich habe hier zunächst mal definiert das Modellproblem von Dahlquist mit der zugehörigen Funktion f, dem Anfangswert 1, der zugehörigen expliziten Lösung, also analytischen Lösung e hoch Lambda t. Und ich habe hier nochmal das Euler-Verfahren ganz einfach definiert. Okay, wir setzen mal Lambda gleich minus 1000 und da wissen wir schon, damit wir ins Stabilitätsgebiet reinrutschen, müssen wir das h sehr klein wählen, nämlich so ungefähr h gleich ein Tausendstel. Nur dann liegt h mal Lambda im Kreis um minus 1 mit Radius 1. Wir beachten das mal nicht, setzen h gleich ein Tausendstel und damit wäre Lambda mal h so ungefähr minus 10 und ist definitiv nicht im Stabilitätsgebiet. Das würde bedeuten, dass wenn wir mit Hilfe des Euler-Verfahrens die diskrete Näherung ausrechnen, diese diskrete Näherung zumindest mal nicht monoton fallend ist. Das heißt, wir erwarten ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis. Und ja, ich mache das hier mal. Ja, also ich setze mal n gleich 100. Ups, da steht n gleich 1000. Ich setze n gleich 100. Lambda gleich minus 1000. Führe das Euler-Verfahren durch. Und was wir sehen, naja, also die Funktion, die wir rausbekommen als diskrete Näherung, ist nicht monoton fallend, so wie e hoch minus Lambda t. Ne? Das ist ja eine Funktion, e hoch minus 1000 mal t ist eine Funktion, die ist 1 bei 0 und dann sofort fällt die runter auf 0. Wir bekommen tatsächlich eine monoton steigende Funktion, die geht bis 10 hoch 95. Das heißt also, diese diskrete Näherung hat mit der analytischen Näherung überhaupt nichts zu tun. Ja, und das ist jetzt für uns keine Überraschung. Denn wir haben gesehen, um ins Stabilität zu kommen, müssen wir das n größer wählen, also n gleich 1000, das heißt also h gleich ein Tausendstel hier in meinem Code. Und dann wäre Lambda mal h gleich minus 1. Wir liegen im Stabilitätsgebiet und das müsste jetzt eine vernünftige Näherung geben. Zumindest mal sollte die diskrete Näherung jetzt zumindest monoton fallend sein im Betrag. Und das gucken wir uns an. Jawohl, und das ist jetzt auch tatsächlich der Fall. Und das sieht so ungefähr aus wie die Funktion, die wir erwarten. Und tatsächlich, das ist eine vernünftige diskrete Näherung. Ja, das heißt also, bei diesen Verfahren sind wir darauf angewiesen, dass tatsächlich das Lambda mal h im Stabilitätsgebiet liegt. Ansonsten bekommen wir keine vernünftigen Näherungen. Und das heißt, wenn wir mal an diese Schrittweitensteuerung denken, dass wir eigentlich versuchen, das h möglichst groß zu wählen, damit wir möglichst wenig arbeiten müssen. Das haben wir uns mal im Zusammenhang mit der Schrittweitensteuerung angeschaut. Dann ist das eine schlechte Sache, denn diese Bedingung für die A-Stabilität gibt uns so eine Untergrenze für das h. Wir müssen mindestens so und so viele Diskretisierungspunkte wählen. Das heißt, wir müssen mindestens so und so viel arbeiten, damit wir überhaupt eine vernünftige Näherung bekommen, im Grunde völlig unabhängig von dem Problem, das wir betrachten. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt also, für solche Aufgaben, wie wir sie hier betrachtet haben, nämlich für Dahlquist, wo der Realteil von Lambda sehr, sehr klein ist, müsste man eigentlich was anderes nehmen, man müsste eigentlich ein implizites Verfahren nehmen. Und das können wir tatsächlich auch demonstrieren. Und zwar benutze ich hier einfach mal so ein Verfahren von Python, das eine Schrittweitensteuerung macht, das heißt, es versucht, ein optimales H zu finden. Und das nimmt hier als Methode tatsächlich dieses Runge-Kutta 4-5-Verfahren, also im Grunde die Standard-Runge-Kutta-Verfahren, das wir im Rahmen der Übungen mal kennengelernt haben. Okay, das heißt also, wir lösen dasselbe Problem wie gerade, Modellproblem von Dahlquist, wieder Lambda gleich minus 1000. Und wir versuchen das mit dem Standard-Runge-Kutta-Verfahren zu lösen, mit einer optimalen Schrittweite, die hier von Python bestimmt wurde.
Okay, das haben wir hier gemacht und wir gucken mal an, wie viele Schrittweiten, wie viele Diskretisierungspunkte hat Python tatsächlich gewählt. Der 313, das ist jetzt ein bisschen weniger als die 1000, die wir vorhin hatten. Die Erklärung ist, das Stabilitätsgebiet des Standard-Runge-Kutta-Verfahrens ist ein bisschen größer. Deshalb dürfen wir tatsächlich das H hier ein bisschen größer wählen. Wir dürfen die Anzahl der Diskretisierungspunkte ein bisschen kleiner wählen, aber immerhin immer noch, das sind wahnsinnig viele Diskretisierungspunkte. Und die Anzahl der Diskretisierungspunkte, nochmal, ist nicht irgendwie dadurch, dass unsere Funktion so wahnsinnig stark fluktuiert und wir deshalb eine hohe Auflösung brauchen, sondern es ist einfach nur, damit überhaupt unser Verfahren A stabil wird, müssen wir das H klein wählen. Und das ist hier eine schlechte Idee. Die Lösung liegt aber, wenn Sie in den vergangenen drei Videos aufgepasst haben, auf der Hand. Ich muss einfach nur ein implizites Verfahren nehmen, sowas wie das implizite Euler-Verfahren, denn die sind global A-stabil und das bedeutet, ich kann zumindest mal bezogen auf die A-Stabilität tatsächlich das H wählen, wie ich will. Und deshalb nehmen wir hier ein implizites Verfahren. Wir nehmen nicht den impliziten Euler, weil uns sowas Einfaches Python leider nicht anbietet, sondern das Verfahren von Radau. Und ist egal. Es ist ein weiteres implizites Verfahren, das uns hier nicht besonders interessiert. Und wir erwarten, dass wir hier mit wesentlich weniger Diskretisierungspunkten auskommen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Wir lassen das Ganze wieder lösen und geben mal die Anzahl der Diskretisierungspunkte aus, die wir für Radau gebraucht haben. Und das sind plötzlich nur noch 23. Ja, und auch das ist jetzt im Rahmen der Vorlesung absolut erklärlich. Wir haben jetzt hier ein implizites Verfahren benutzt, das immer A-stabil ist. Wir bekommen keine Bedingung, keine zusätzliche Bedingung an die A-Stabilität. Wir können das H wählen, wie wir wollen. Es ist nur abhängig von der Genauigkeit, die wir am Ende erzielen wollen. Ja, und deshalb kommen wir hier tatsächlich mit 23 Diskretisierungspunkten auf, statt den 313, die wir beim Standard-Runge-Kutta-Verfahren. Ich glaube, das ist sehr deutlich. Und das heißt, wenn man solche Differentialgleichungen hat, bei denen Realteile auftreten, bei denen in einer linearen Differentialgleichung sehr negative Realteile auftreten, dann muss man aufpassen, dann nimmt man besser ein implizites Verfahren. Und kleine Seitenbemerkung, diese Differentialgleichungen, bei denen solche Effekte auftreten, heißen auch steife Differentialgleichungen. Und wenn Sie zum Beispiel mal bei Python in die Anleitung schauen, zum Beispiel für diese Routine Solve IVP, dann werden Sie immer sehen, da gibt es immer zwei Klassen von Lösern für Differentialgleichungen. Die einen sind für nicht steife Differentialgleichungen, die anderen sind für steife Differentialgleichungen. Und das ist genau dieser Unterschied, den wir hier gesehen haben. Für eine steife Differentialgleichung ist Radau, also ein implizites Verfahren, sehr viel effizienter. Für die normalen, nicht steifen Differentialgleichungen reicht auch ein ganz normales Runge-Kutta-Verfahren, explizites Runge-Kutta-Verfahren, das eben im Normalfall wesentlich einfacher zu implementieren und auch wesentlich einfacher auszuführen ist. Okay, gut. Ich hoffe, das hat Ihnen nochmal so ein bisschen Einblick gegeben in diskrete Methoden für Anfangswertaufgaben. Und in der kommenden Lektion werden wir uns dann Randwertaufgaben anschauen.